These Nummer zwei, stimmt oder Stoß? Fernando Caro wird der erste Leverkusen-Chef, der jemals die Meisterschale in der Hand halten wird. Stimmt. Oh, bravo. Endlich mal eine klare Ansage. Bravo, endlich mal. Können Sie uns schon die Jahreszahl nennen? Nee, die sage ich nicht. Aber wir haben es schon mal, vorempfunden. Wenn ich mich schon sehr aus dem Fenster gelehnt habe, dass ich sage, stimmt, dann sage ich keine Jahreszahl. Okay, wir haben es auch schon mal vorempfunden, wie Sie mit Schale aussehen. Sieht gar nicht schlecht aus. Gut. Aber ich finde das gut, Herr Caro, dass Sie da diesen Mut haben, das so zu sagen. Und ja, das fehlt mir in der Bundesliga manchmal, weil ich höre immer nur, die Bayern sind eh überlegen. Und vielleicht klappt es ja schon in diesem Jahr mit dem Titel, wenn Sie in der Europa League vielleicht nach wie vielen Jahren jetzt, nach einem Vierteljahrhundert mal wieder den Pokal nach Deutschland holen. Ich würde es auch Rudi Völler zum Abschied natürlich sehr, sehr wünschen. Und da sind wir bei These Nummer 3. Wir alle auch. Das ist ja in Sevilla. Ja, also. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Nein, das ist ja in meinem Heimatland. Das Finale ist ja in Sevilla und wir gucken viel Spiel für Spiel. Aber wenn Sevilla, FC Sevilla in der Lage war, die letzten Jahre 6-mal in Europa League zu gewinnen, schlechter als Sevilla sehe ich uns nicht. Da hätten wir zumindest einmal oder zweimal gewinnen können. Und ich hoffe, vielleicht klappt das dieses Jahr.